Willkommen zurück beim Terrankonflikt. Ich bin an der Station angekommen und jetzt werden wir mal zusehen, was die Jungs rausgefunden haben. So, wir sind dran auf 10 Kilometer. Reicht das? Nein. Autopilot deaktiviert. Andock, Autopilot deaktiviert. Reicht immer noch nicht. Na dann, jetzt reicht es aber. Andock-Vorgang erfolgreich. Einem Helden der Erde und Sols entbieten wir unser herzlichstes Willkommen. Ihre Anwesenheit hier ehrt diese Station. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, ich hoffe, dass ich diese Ehre langsam auf meinem Konto sehe. Ich habe erst 102 Millionen. Das Raumfahrtbüro bittet Nova um Aufklärer, den will ich noch schnell Sie daran, machen. Ihr Schiff. Stationseinstellungen. Wir haben gesagt, Demontageauftrag Nova Aufklärer. Genau. Tschüss. So, jetzt ist dran, Professor Ketra. Was soll sein, Pilot? Na, ich will wissen, was in der Nachricht drin stand. Warten Sie einen Moment, ich stelle auf Konferenzschaltung. Alles klar. Eingehende Nachricht. Willkommen zurück, mein gesprächiger und freundlicher Kamerad. Wie ich Ihnen schon mitgeteilt habe, konnten wir einen guten Teil der Nachricht entschlüsseln. Die genaue Bedeutung eines Großteils dessen ist uns zwar noch ein Rätsel, aber es hat ganz den Anschein, als würde es sich um einen Notruf handeln. Ein Notruf? Warum sollte ein Xenon einen Notruf absetzen? Verwechseln Sie Xenon bitte nicht mit Terraformern. Xenon wurden durch einen evolutionären Prozess erschaffen, der mit einem Virus seinen Anfang nahm. Das Schiff, das Ihnen die Nachricht gesendet hat, ist aber ein richtiger Terraformer. Aber wenn es ein Terraformer ist, warum erkennt es mein Schiffscomputer als ein Xenon? Ich würde gern versuchen, Ihnen basierend auf den bisherigen Erkenntnissen zu erklären, was mit diesem Schiff passiert ist. Die Terraner haben vor Hunderten von Jahren die Terraformer gebaut, damit sie andere Planeten terraformen und kolonisierbar machen sollten. Vor wenigen Jahrhunderten wurde dann beschlossen, das sogenannte Terraformer-Projekt einzustellen. Zu diesem Zweck wurde an sämtliche Einheiten ein Code gesendet, der die Kommandoeinheiten samt ihrer Subeinheiten abschalten sollte. Dieses Update beinhaltete aber eine virusähnliche Software, die die Programmierung der Terraformer. Erhalten Sie bei Junge Dame, ich lese gerade vor. An- und Verkauf von Informationen aller Art. Wenn wir es nicht wissen, weiß es keiner. Gut, danke. So, darf ich? Gut. Die Programmierung der Terraformer änderte und schlussendlich für die Angriffe selbiger auf ihre Schöpfer verantwortlich war. Genau, das wurde ja in dem Buch Farnans Legende beschrieben, was beim ersten Teil dabei war. Heute sind diese ehemaligen Terraformer als Xenon bekannt und gefürchtet. Café-Systeme enthalten einen Teil dieses Schadcodes, weshalb ihr Schiffcomputer es als Xenon identifiziert. Gut, soweit komme ich doch mit, ja, das gilt auch für mich. Aber warum um alles in der Welt sollte ein Xenon einen Notruf an mich senden? Ich bin nun wirklich nicht in der Lage, einem Xenon oder einem Terraformer zu helfen. Das ist richtig. Und diese Nachricht ist auch niemals für Sie bestimmt gewesen. Der wahre Empfänger der Nachricht ist allerdings auch nicht in dieser enthalten. Was ich Ihnen aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sich Kaffee zu einem Xenon umprogrammiert. Dafür gibt es ganz klare Hinweise im Code. Ich nehme mal nicht an, dass Sie wissen, wie man diesen Prozess aufhalten kann. Oder? Das ist wahr. Nein, das stimmt so nicht und entspricht nicht den Tatsachen. Wir wissen vielleicht nicht, wer der beabsichtigte Empfänger ist, aber ich weiß das endgültige Ziel. Sie lernen, was? Sie kennen den wahren Empfänger der Nachricht? Richtig. Was ich Ihnen jetzt mitteile, ist streng vertraulich und geheim. Vor einigen Jahren gelangten zwei CPU-Schiffe in diesen Teil des Universums. Eines dieser Schiffe verursachte die Supernova in schwarze Sonne und zerstörte somit das System. Das ist bekannt. Das zweite CPU-Schiff wurde danach zerstört. Aber das erste, Eva, sollte sich noch immer in seinem Refugium aufhalten, das die Bodenbewohner damals geschaffen haben.
Moment. Die Firma Egosoft, es gibt ein CPU-Schiff dieses Produkts. Okay. Warum auch nicht? Niemand konnte ahnen, dass eine solch spezielle Situation jemals eintreten würde. Als die beiden CPU-Schiffe hier ankamen, entschied das Boronische Königinnenreich, ihnen einige Sektoren jenseits der Boronischen Sektoren zu überlassen. Wir konnten es einfach nicht zulassen, dass die anderen Völker diese Schiffe zerstört hätten. Diese beiden Schiffe waren gerade dabei, ein richtiges Bewusstsein zu entwickeln. Und ihre Zerstörung wäre einem Völkermord gleichgekommen. Eine Grausamkeit, die wir niemals zulassen könnten. Moment. Da sind ein paar durchgeknallte Mikrochips. Sie sprechen von Maschinen. Wie sollten Maschinen zu einem Bewusstsein kommen? Ganz genau. Eva und Dev haben erwiesenermaßen ein Bewusstsein erlangt. Sie sind sich ihrer eigenen Existenz voll bewusst gewesen und auch der Fehler, die sie in der Vergangenheit begangen haben. Sie sind lernfähig und in der Lage, ihr Wissen zu erweitern. Nun, Eva ist doch in der Lage dazu. Ach so, Dev wurde dann wahrscheinlich in schwarze Sonne gesprengt. Maschinen können ein Bewusstsein erlangen. Wie ist das denn möglich? Diese Frage, mein wissbegieriger und neugieriger Freund, kann ich Ihnen nicht beantworten, weil wir bis heute nicht verstanden und kapiert haben, wie dieser evolutionäre Prozess funktioniert und verläuft. Wir wissen aber, dass es funktioniert und verläuft. Ich konnte mit eigenen Augen und Schmeckern erfahren, Herr Schmecker? Ach so, seine Tentakel. Erfahren, da, als ich an Bord von Eva war. Ach so, ich konnte es, genau. So. Diese Nachricht, die Sie erhalten haben, enthält ganz klare und eindeutige Positionsdaten. Aber aus unbekannten Gründen hat sie ihr Ziel nie erreicht. Der Notruf von Kaffee. Das nächste Shuttle zur Planetenoberfläche startet in. Wen interessiert denn das Shuttle? Von Flugsteig 8. Genau, dann startet Reisende bitte und lass uns in Ruhe. Danke. Klasse werden gebeten, das Shuttle von Abschnitt 8 auszubetreten. Der Notruf von Kaffee lässt darauf schließen, dass es sich ebenfalls mit dem Prozess der Bewusstseinsfindung befindet. Dieser Prozess aber von etwas oder jemandem unterbrochen wurde. Nur Eva ist in der Lage herauszufinden, was genau für die Unterbrechung dieses Prozesses verantwortlich war. Bestünde die Möglichkeit, dass wir Skinwalker, hallo, er kann jetzt selber entscheiden, mit Hilfe der Koordinaten zu Eva bringen können, damit er die Nachricht überbringen kann? Exakt! Skinwalker, du bist gerade freiwillig gemeldet worden. Wenn Sie den unfokussierten Sprungantrieb nutzen, dann können Sie Eva relativ problemlos erreichen. Ich kann Ihnen die nötigen Daten in Ihren Schiffscomputer laden. Da habe ich jetzt aber erstmal mehrere Fragen. Erstens, es kamen zwei CPU-Schiffe an. Eins wurde gesprengt. 2 minus 1 macht 1. Das ist jetzt Eva und die fliegt da hinten bei den Boronen rum. Und was ist das hier für ein CPU-Schiff? Das ist doch nicht das zweite. Und dann, was ist mit dem dritten oder besser gesagt vierten, was Aldrin geschützt hat, weil das war auch ein CPU-Schiff. Erhalte Zusatzinformationen für Datenbank. Okay. Eingehende Nachricht. Ach da. Großartig, dass Sie sich freiwillig gemeldet haben. Nun, Sie haben es gehört. Sie werden versuchen, das verschollene CPU-Schiff zu finden und werden ihm die Nachricht mit der Bitte von Kaffee überbringen. Ihm bei seinem Entwicklungsprozess zu helfen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mich erst an den Gedanken gewöhnen muss, dass ein CPU-Schiff wie das unsrige ein eigenständiges Bewusstsein entwickeln kann. Ein weiteres großes Mysterium unter den vielen dieses Universums. Nutzen Sie also den unfokussierten Sprungantrieb, um Eva zu finden. Es ist gut möglich. Achtung, Sicherheitsdienst. Wir haben einen 639 in der Bar auf Ebene 7. Sektion. Ja, zur Bar komme ich auch gleich. Also, es ist gut möglich, dass der erste Versuch nicht glückt. Sie müssen es aber um jeden Preis so lange versuchen, bis alle Komponenten kaputt sind oder bis Sie Erfolg haben. Bulla hier und ich wünsche Ihnen viel Glück auf Ihrer Reise, aber wir bleiben hier, das ist sicherer. Gut. Fliege zu unbekannter Sektor. Das ist wahrscheinlich mit dem... Hä? Moment mal. Miep, miep, das heißt doch... Ich fliege WH-60 im Binnenreuks Vermächtnis. Und ein Teil meiner Fracht wurde schon wieder gestohlen? Er konnte seinen Flug aber fortsetzen. Okay.
Wir springen jetzt nach, was nehmen wir als Ausgangsbasis? Trantor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, da können wir hier nämlich immer 60, 70, unsere Komponenten 80, reparieren. 90, initiiere Sprung. System, Trantor. Alles klar. Was war das? Schiff Öl. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System, unbekannter Sektor. Okay. Xenons. Aber nichts, was uns weiterhilft. Dann würde ich einfach sagen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System, Trantor. Moin. Nächste Runde. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Unbekannter Sektor. Kammerjäger, bereit. Kammerjäger? So, Kammerjäger. Kammerjäger ist eine ganz andere Mission, oder? Na egal, wir machen uns vom Acker. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Tschüss. System, Trantor. So, wie viel haben wir jetzt noch? 518, okay. Wird er nicht weniger? Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System, unbekannter Sektor. Wow. Leer. Jetzt muss ich mal gucken. Achso, geht ja gar nicht. Geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 508 Zähne verbraucht haben. Initiiere Sprung. Okay. Erreiche System, Trantor. Gut, na dann. Nächste Runde. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Wie lange braucht man denn, bis man so ein CPU-Schiff findet? Erreiche System. Unbekannter Sektor. Was? Ernsthaft? Da war doch gar nichts. Da ist doch gar nichts. Och Mann, ey. Na gut. Andockvorgang erfolgreich. Einem Helden der Erde und Sols entbieten wir unser herzlichstes Willkommen. Ihre Anwesenheit hier ehrt diese Station. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Gut. Was soll sein? Okay, Jenova Aufklärer hat seinen Auftrag beendet und erwartet neu. Ach, schon wieder. Ja, richtig. Eingehende Nachricht. So. Genau. Das kennen wir schon. Ja.
Behalte Zusatzinformationen für Datenbank. Eingehende Nachricht. Genau, ich bin freiwillig gemeldet worden. Als erstes geht es nach Trantor. Was haben wir gesagt? Trantor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Initiiere Sprung. Und hoffentlich haben wir diesmal mehr Glück. Erreiche System. Trantor. So. Let's go. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Unbekannter Sektor. Unbekannter Sektor. Okay, ich fliege mal ins Licht, dann nichts. Nichts. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Trantor. Und halt. Nächste Runde. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Unbekannter Sektor. So. Energiezellen. Karg, karg. Kammerjäger, bereit. Ja, warum Kammerjäger? Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Das ist der Sektor, wo wir vorhin totgegangen sind, glaube ich. Erreiche System. Trantor. Halt. Hier. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Nächste 20, Runde. 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Unbekannter Sektor. Wow. Asteroid Xenon. Aber kein CPU-Schiff. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Trantor. Alles klar. So, wie viel haben wir jetzt noch? 508. Okay. Dann machen wir noch eine Runde. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Unbekannter Sektor. Energiezellen, Xenon M. Ich hoffe aber mal, ich kann das so sehen, weil ich kann jetzt nicht hier jeden Sektor 100.000-fach durchsuchen. Na gut, raus hier. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. System, Trantor. Und Sprungantrieb wird nächste geladen. Mal 10%, 20, 30, 40, wird ja heute eine ziemlich eintönige Reihe. 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung.
Erreiche System. Unbekannter Sektor. Da ist was. Eine Kargstation. Eine Kargstation? Kargstation. Kara. Okay. Stromantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System, Trantor. 488 haben wir noch. Na dann. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Bis jetzt sind noch keine Komponenten ausgefallen, glaube ich. 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Frachts. Erreiche System. Aha. Unbekannter Sektor. Frachts. Das war bestimmt der Frachtscanner. Sprungantrieb wird geladen. Das schreibe ich mir gleich mal auf. 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So. Erreiche System, Trantor. Na, machen wir nur eine Runde. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Letzte für 20, heute. Dann müssen wir nächstes Mal weitermachen. 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Unbekannter Sektor. Unbekannter Sektor. Sprungantrieb. Außer Betrieb. Was? Fliege zu Schiffstrümmer. Mein Sprungantrieb ist außer Betrieb? Schiffstrümmer. Oh. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Nicht gut. Gar nicht gut. Na, so, sind wir gleich da? 7 Kilometer noch? Vier. Zwei. Stopp. Ah. Fliege zu Eva. Ah, Moment. Mein Sprungantrieb ist deshalb außer Gefecht, damit ich nicht einfach weiterfliege. Stimmt's? Nö, ich habe keinen Sprungantrieb. Oh, oh. Ach, wahrscheinlich funktioniert aber noch der Unfokussierte. Mit dem komme ich wieder nach Hause. Oh. Stopp. Guten Morgen. Ah, ich muss wahrscheinlich noch ein Stück näher. Waffensysteme verweigert. Genau. Steuerbefehl nicht ausführbar. Notsignal von. Diese Kommandoeinheit verlangt zu erfahren, wie sie lokalisiert werden konnte und was von dieser Kommandoeinheit verlangt wird. Zerstört. Was? Kommando akzeptiert.
Was? Frachtraum enthält nun entfernt. Bitte erteilen Sie einen neuen Steuerbefehl. Sie können Transporter nicht verkaufen. Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, in welcher Formation die Gruppe fliegt, der dieses Schiff angehört. Neuer Steuerbefehl wird ausgeführt. Speichern fehlgeschlagen. Dein Schwesterschiff braucht... Bitte erteilen Sie einen neuen Steuerbefehl. Kommando akzeptiert. Hey, hör mal auf zu quatschen! Diese Demo wird in T minus einer Minute beendet. So. Nicht genügend Credits. Diese Rakete kann auf Ihrem Schiff nicht verwendet werden. Dein Schwesterschiff bitte dich um Hilfe. Neuer Steuerbefehl wird ausgeführt. Erreiche System. Speichern fehlgeschlagen. Das Schiff wird gescannt. Kann das unbekannte Schiff weitere Informationen zum Status der Terraforma geben? Warte auf Schwungantriebskalibrierung. Nein! Selbstschussmaßnahmen deaktiviert. Was ist denn nun los hier? Hallo? Von diesen Koordinaten aus ist die Kommandoeinheit Eva nicht in der Lage, die Terraform-Einheit Café zu kontaktieren. Kommunikationsversuche werden abgeblockt. Die Kommandoeinheit bittet um Zugriff auf die Schiffskomputersysteme des unbekannten Schiffs. Die Systeme werden mit der Sprungantriebseinheit des unbekannten Schiffs verbunden. Beide Einheiten werden dann zu der manipulierten springen. Bitte warten Sie auf Benachrichtigung. Was zum Geier? Okay, ich bin jetzt gerade maximal verwirrt. Aber... Du weißt, was wir machen, wa? Wie bitte? Ich soll jetzt 6 Minuten lang warten. Währenddessen sollten Sie sich auf den Sprung vorbereiten. Ja, da würde ich sagen, wir bereiten uns auf den Sprung vor und springen beim nächsten Mal. Also, für mich 6 Minuten, für euch, ja, bis übermorgen. Deshalb sage ich von hier aus danke. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und ich versuche mal hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Also dann, see you later. Also dann, see you later.